Danke für deine Zeit erstmal natürlich. Und was mich interessiert, vor allen Dingen ist, wenn man so oft wie ihr jetzt viermal auf Gut Waltraudt in Hessen gedreht hat und man weiß nie, ob das vielleicht das letzte Mal war, wie verabschiedet man sich von so einem Set? Also diesmal war es ein bisschen anders. Normalerweise hat man ja immer so eine Abschlussfeier, wo dann alle nochmal gut Party machen so. Und dann ist es wirklich so, dass alle sich total oft verabschieden irgendwie am Abend. Und dann ist es auch echt immer ziemlich traurig gewesen, vor allem, weil ich immer noch so jung war. Und dann war das immer so ein, weiß nicht, so alle, die irgendwie normal drehen, haben voll oft irgendwie einen Film und gehen immer wieder in ein neues Team. Aber bei mir war das immer so, oh, und jetzt sehe ich die ewig nicht mehr. Und für so ein Kind sind ja dann 2 Monate auch nochmal viel mehr so. Aber diesmal war das tatsächlich irgendwie, ich war auch nicht beim Abschlussfest, weil ich einfach viel weniger Drehtage hatte. Und das Set auch nochmal ein bisschen anders war. Also ich bin diesmal gar nicht so eng mit allen geworden wie bei den ersten 3 Teilen. Was ich jetzt nicht schlimm fand, aber dadurch war das die Verabschiedung zum Glück nicht so traurig wie sonst. Und die Verbindung war ja eh schon da, also von daher. Genau, und zu den engsten Leuten habe ich ja schon die Bindung so. Ja. Auch zu James natürlich. Ja. Du hast mal gesagt, dass du gerade nach dem 3. Teil so das Gefühl hattest, dass da so eine ganz enge Bindung war. Ja. Was war denn so der größte Vertrauensbeweis, den dir James jemals gemacht hat? Ich weiß nicht, ob es da so eine bestimmte Sache gibt, wo ich sagen würde, das ist die Situation, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt ein Vertrauensbeweis. Aber ich habe das jetzt auch wieder beim 4. gemerkt, dass auch bei Stress und so ich halt zu ihm komme, ich grundsätzlich ruhiger werde und er auch ruhiger wird. Also ich merke, er entspannt sich einfach bei mir und ich glaube, das ist für mich einfach so, wo ich merke, dass das irgendwie was total Tolles und Schönes ist und dass da diese Bindung ist. Im Film hat das ja auch alles so einen spirituellen Hintergrund. Bist du auch spirituell? Würdest du das selber von dir sagen, dass du an solche Dinge in Anführungszeichen glaubst? Also ich weiß nicht, ob ich sagen würde jetzt, also nicht so wie die Aussagen, die der Film macht so. Also in dieses Pferde und Mensch auf jeden Fall. Obwohl es ja nochmal ein bisschen krasser wird irgendwie, als nur, da ist eine Bindung. Aber ich würde schon sagen, dass ich teilweise spirituelles Denken habe. Aber nicht so ausschweifend extrem, sondern eher so angehaucht manchmal, dass man halt das Gefühl hat, eben wie so Bindungen halt einfach, die halt einfach da sind, was für mich auch einfach Sinn macht irgendwie. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt total esoterisch bin, aber ein bisschen schon. Ganz groß war ja für dich beim vergangenen Mal der Dreh mit den Wildpferden. Ja. Und das fand ich mega schön, hast du mal gesagt, dass als du den Film dann gesehen hast, dass du selber gesehen hast, dass du in dem Moment wirklich glücklich warst, ja, dass das nicht gespielt war, sondern das war deine eigene Emotion. Wie war das bei diesem Film? Kannst du dich an eine Situation erinnern, falls du den Film schon gesehen hast? Ich habe tatsächlich den Film noch nicht gesehen, deshalb kann ich es nicht sagen. Aber ich glaube, es sind besonders so in Szenen, in denen sowas passiert, einfach, wo man wirklich mitgerissen wird von was. Also wie halt eben so Pferde, so wie oft sieht man so viele Pferde auf einen Haufen, die irgendwie zusammen interagieren und so. Oder zum Beispiel beim 1. Teil war so eine Sache für mich auch, wo ich glaube auch, dass ich einfach, wo man mir das Glück auch einfach ansieht, dass wo Ostwind und ich zusammen ins Wasser gehen, war auf jeden Fall auch so ein Moment. Ich weiß gar nicht, ob es so einen mitreißenden Moment bei dem Teil gibt, obwohl sowas halt auch ins Negative natürlich auch ins Traurige gehen kann, ne? Also es muss ja nicht immer ein mega glücklicher Moment sein. Den gibt es, glaube ich, auf jeden Fall beim Brand. Da sind mir auch wirklich die Tränen gekommen. Also wenn man sich dann anfängt, in so ein Gefühl rein zu versetzen irgendwie, dann passiert es auch manchmal, dass man da irgendwie so ein bisschen hängen bleibt und dann wirklich, ja. Was ich mich noch gefragt habe, ist, ob du vielleicht, wenn du Luna jetzt siehst in der Rolle, ob du dich vielleicht auch ein bisschen an dich selbst erinnert fühlst. Weil als ich die Vita gelesen habe, dachte ich, witzig, eigentlich ist es schon ein bisschen ähnlich. Ne? Luna wurde ja auch quasi durch einen anderen Film von Theresa entdeckt. Ja. Du wurdest von Katja über Kriegerin entdeckt. Und sie ist halt eben auch jetzt so jung, quasi wie du gestartet bist. Ja. Fühlst du dich so ein bisschen zurückversetzt? Also was krass ist, ist wirklich, also ich glaube, Luna ist noch mal ein bisschen älter, jünger als ich es damals war. Aber auf jeden Fall, ja, auch dieses, dass man, also für mich ist halt das jetzt mittlerweile einfach von so einem mega aufregenden, spaßigen Ding auch einfach zu einem mehr zu einem Job geworden so.
Und auch, dass man anfängt, irgendwie die ganzen Konstruktionen so hinter Film zu verstehen. Also erstmal verstehen, wieso wird die Kamera da jetzt da aufgebaut und da irgendwie dann auch zu verstehen, manchmal läuft das gut, manchmal läuft das schlecht so. Auf jeden Fall dieses Aufregende ist, glaube ich, einfach bei mir weg, was ich bei Luna halt noch total sehe. Und auch einfach dieses Kind, ne? Also das hatte ich, glaube ich, auch ganz dolle, dass da einfach wirklich ein Kind am Set ist. Was aber auch irgendwie total cool war jetzt bei dem Teil, dass man wieder so ein Kind am Set hatte. Ja. Du hast das Thema Job gerade angesprochen. Du bist ja jetzt 19. Ja. Und hast immer auch in Interviews von, naja, ich muss erstmal das Abitur machen. Ja. Und mach ich auch noch. Dann bist du dieses Jahr dran, oder? Genau, also ich mache jetzt, ich gehe jetzt noch einen Monat zur Schule und dann habe ich irgendwie so einen Monat Pause, muss lernen und dann sind die Prüfungen. Dann habe ich zum Glück hoffentlich bald mein Abi. Leistungskurse? Deutsch und Kunst. Also, gute Wahl, man nennt man auch die dumme Wahl. Aber ich bin glücklich mit meiner Wahl. Was mich noch interessieren würde, ist, dadurch, dass du ja jetzt quasi so in dieses Schauspielerding ja reingewachsen bist, von 13 bis 19, was würdest du sagen, in dieser Spanne ist die größte Veränderung für dich, die passiert ist? Also im Rahmen von Ostwind, also Ostwind hat mich wirklich doll begleitet auf meinem Weg jetzt irgendwie zu dem, was ich jetzt bin, auch so erwachsen werden. Und ich glaube, was mich da am meisten geprägt hat, ist irgendwie dieses, so ein Team. Also irgendwie über so langen Zeitraum so eng mit bestimmten Leuten zusammen zu sein, vor allem, wenn man mit denen so sympathisiert, ist es irgendwie so eine, wirklich einfach wie so eine extreme Teamfähigkeit zu lernen, glaube ich, was total Besonderes. Auch dass man, weiß nicht, irgendwas läuft falsch, dass man dann wirklich versucht, das alles mit so einer Gelassenheit zu sehen. So. Wie war das für dich eigentlich? Du liegst ja im Koma im Film, mhm. So viel darf man ja verraten. Das ist ja auch eine andere Herausforderung, ja. in schauspielerischer Hinsicht. Was fiel dir da besonders schwer? Das mit dem Koma, da habe ich mir auch erst so ein bisschen Sorgen gemacht, wie das wohl wird, ob ich dann einschlafe oder. Aber es war letztendlich dann ein Drehtag, den ich hatte, wo wir dann im Krankenhaus waren. Und ich bin zum Glück nicht eingeschlafen. Und es war dann doch auch mehr, ich musste dann doch mehr machen, als ich dachte. Ich dachte irgendwie, ich lege mich da jetzt als Schauspielerin rein und kann irgendwie einen Larry machen. Aber es war wirklich einfach mehr, als ich dachte. Also es war dann, wir hatten total viele Szenen, die so von oben geschossen wurden. Und ja, ihr habt den ja schon gesehen. Und da ist, passiert ja auch viel mit Ausdruck und das mit den Träumen und dann merkt man ja da auch viel. Und das war dann doch irgendwie mehr Herausforderung, als ich dachte. In einer Einstellung weinst du dann auch. Ja. An was denkst du in so einem Moment? Also ja, das fragt man immer, an was denkst du? Aber ehrlich gesagt, das ist bei mir gar nicht so, dass ich an irgendwas denke. Das glaube ich einfach, also für mich ist eigentlich die beste Hilfe, wenn die Szene mich wirklich so doll mitnimmt, dass ich mich so doll da reinversetzen kann, dass ich dann wirklich weine. Das Krasse ist irgendwie, dass ich als ich beim ersten Ostwind, habe ich ja auch schon so eine Szene, wo ich so doll weine. Und da fiel mir das irgendwie noch leichter, wahrscheinlich, weil ich noch jünger war irgendwie. Und jetzt fällt es mir immer schwerer, weil ich mich immer mehr versteife, glaube ich. Aber trotzdem kriege ich es noch hin, zum Glück. Ich glaube, es hat geklappt. Das wohl, ja.